Geld ist nicht alles, sondern es geht auch um Überzeugungen und Werte, die letztlich maßgeblich sind, dass wir erfolgreich sind. Und insofern ist es gut, dass wir heute darüber reflektieren, was bedeutet Bürgernähe. Und ehrlich gesagt, da gebe ich zu, diesbezüglich bin ich relativ altmodisch, weil ich glaube, Bürgernähe heißt einfach mit den Leuten reden. Ja, es ist nicht damit getan, im Dienstauto relativ knapp vorbeizufahren an den Bürgern oder über Social Medias zu kommunizieren. Das tun übrigens Populisten sehr gerne. Populisten kommunizieren nicht. Ja. Die sagen etwas und stellen das in den Raum, warten, dass das irgendwer abholt. Manchmal passiert das nicht. Aber Bürgernähe heißt, egal um was es geht, mit den Leuten zu reden. Also ehrlich gesagt, in diesem Sinne, wir haben heute schon verschiedentlich alles Mock gelobt, aber da halte ich ihn sogar für ein noch größeres Vorbild als zum Europathema. Auch da natürlich keine Frage, ein großer Europäer, aber wirklich aufgerieben hat sich der alles Mock, auch gesundheitlich, weil er wirklich von frühmorgens bis frühmorgens, muss man sagen, um die Wege war. Ja, und er war nicht umsonst auch Bürgermeister von Eurasfeld. Und wenn du einmal Bürgermeister bist, dann bleibst du immer in einer Art und Weise Bürgermeister, dass du weißt, man muss mit Menschen reden, um zu hören, was sind die Nöte, was sind die Sorgen. Und ich glaube, das ist die Botschaft, sein Erbe, das wir mitnehmen. Und der Erwin Bröll als die nachfolgende Generation und alle seine Mitstreiter und in der Gestalt der neuen Landeshauptfrau, da wird dieser Geist auch nicht nur zelebriert, sondern auch angewandt. Und das ist, was es zählt. Und wenn Bürgernähe heißt, mit den Menschen zu reden, dann heißt es auch, darüber zu reden, was ist Europa, was bedeutet Europa. Es ist mit Recht von dir, Johanna, darauf hingewiesen worden, dass wir am Beginn von umfassenden Finanzverhandlungen stehen. Und unser Außenminister Sebastian Kurz hat darauf hingewiesen, dass man darüber diskutieren muss, was sind die Zuständigkeiten, was sind die Aufgaben von Europa. Und ich würde mir eine Finanzdebatte wünschen, die dem Prinzip folgt, Structure follows strategy.